Auch an diesem Spieltag ging es wieder ordentlich zur Sache auf der Insel. Herzlich willkommen zu den Premier League Highlights. Schön, dass Sie dabei sind. Das war peinlich, schreiben einige englische Medien zum Auftritt des FC Liverpool gegen den Abstiegskandidaten Swansea. Ja, die erste Heimniederlage der Reds tut ihnen richtig weh. Und da müssen Jürgen Klopp und seine Jungs erstmal ein bisschen dran knabbern. Manchmal fühlt sich auch ein Punkt an wie eine Niederlage. Pep Guardiola und Manchester City hadern mit dem Ergebnis gegen Tottenham. Und wir starten mit Spektakel. Arsenal gegen Burnley. Platzverweis, Trainer auf die Tribüne, Elfmeter-Drama. Und die Entscheidung fiel erst in der 98. Minute. Also ging ordentlich ab. Apropos Defensive, da hat sich Manchester City an diesem Wochenende auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Nach der 0:4-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Everton musste sich Pep Guardiola schon wieder über Gegentore ärgern. Dabei waren seine Citizens richtig gut dabei im Topspiel gegen Tottenham, waren sogar drauf und dran, einen Dreier mitzunehmen, aber am Ende wurde nichts draus. Ja, und beim Stadtrivalen Manchester United, da gehörte die große Bühne einem Mann, Wayne Rooney, der erzielte nämlich gegen Stoke sein 250. Tor für Manchester United, überholte damit Clublegende Sir Bobby Charlton und ist jetzt alleiniger Rekordhalter. Chapeau! Der FC Everton gibt Vollgas. Am vergangenen Spieltag mal soeben Manchester City mit 4:0 aus dem Stadion geschossen. Und an diesem Wochenende haben sie direkt nachgelegt. Dazu zeigen wir Ihnen die volle Ladung Tore mit einem echten Zungenschnalzer von Darren Fletcher. Zuvor können Sie aber noch etwas gewinnen, nämlich 2000 Euro, ein iPhone 7 und eine Apple Watch. Viel Glück! Leicester-Trainer Claudio Ranieri hatte so einen Hals, sein Team kommt einfach nicht in die Spur. Der Sinkflug geht immer weiter und die traurige Wahrheit heißt Abstiegskampf für den Vorjahresmeister. Leicester City zu Gast bei Southampton, sehen Sie gleich. Damit ist der 22. Spieltag komplett. Schön, dass Sie dabei waren. Die nächsten Premier League Highlights gibt es für Sie wie gewohnt dann kommenden Montag. Jetzt geht es aber direkt weiter mit internationalem Fußball und großen Namen. Ein schwarzer Tag für Cristiano Ronaldo, jetzt in Goal. Bleiben Sie dran.